Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Herzlich willkommen bei unserer Videoserie Drei Fragen an. Diese drei Fragen stellen wir unter dem Vorzeichen des Bundestagswahlkampfes an Politiker, an Repräsentanten der politischen Parteien. Die Serie hat begonnen mit Anton Hofreiter und Katja Kipping. Heute sprechen wir mit Martin Hase, der in seinem beruflichen Leben Linguist ist. Seit 2002 hat er eine Professur an der Universität Bamberg und seit 2009 ist er Mitglied der Piratenpartei Deutschland. Die Berliner Piraten kürten ihn und Ute Laak bei ihrer letzten Versammlung zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017. Unsere drei Fragen haben unterschiedliche Themen. Sie greifen auf Fragen zur Innen- und Außenpolitik. Sie greifen Fragen auf zu den Koalitionsoptionen und natürlich auch Fragen zum Umgang mit den Rechtspopulisten. Mal von dir würde ich gern wissen, unter dem Vorzeichen, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, welche drei Fragen stehen bei dir oben auf der Agenda für das Thema Deutschland und Europa? Ja, also es sind drei Schwerpunkte, die die Piratenpartei hat und die somit auch ich habe, nämlich zunächst mal Demokratie, Erneuerung der Demokratie. Das ist ein ganz wichtiges Thema in Deutschland und in Europa. Wir machen das ja selber auch in der Partei. Wir nutzen ja auch neue Mittel der Meinungsbildung, also sowas wie Online-Parteitag, also Liquid Feedback bei den Berliner Piraten. Und wir möchten natürlich jetzt nicht nur in der Partei die Demokratie erneuern und mehr Teilnahme ermöglichen, sondern eben auf allen Ebenen bis hin zur europäischen Ebene. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Denn in Zeiten, wo Leute eine Enzyklopädie im Internet schreiben, da liegt es nahe, dass auch Gesetze kollaborativ verfasst werden im Internet. Und mit solchen modernen Teilhabetools, und das möchten wir natürlich gerne voranbringen. Der zweite Punkt ist Transparenz. Und da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr sehr viel zu diesem Thema sagen, denn gerade jetzt, wo wir diesen Dieselskandal in Deutschland sehen, sieht man ja, dass da vor allen Dingen Transparenz fehlt. Es fehlt Transparenz in den Firmen, es fehlt Transparenz in der Politik und eben auch gerade das Zusammenspiel zwischen Politik und Lobby ist ja vollkommen intransparent. Das muss sich ganz stark ändern. Das ist also ein ganz wichtiger Schwerpunkt und wir sehen gerade, wie nötig das ist. Also mehr Transparenz in Politik und eben auch in der Verwaltung. Der dritte Aspekt sind die Menschenrechte. Die Menschenrechte steht natürlich einmal auch im Vordergrund das Internet. Also gerade da wollen wir nicht ein Internet haben, was vollkommen überwacht, wo jeder überwacht ist und jeder mit seinem Handy sozusagen auch ein Spionagegerät mit sich herumträgt. Denn die informationelle Selbstbestimmung steht natürlich ganz vorne und das ist für die Piratenpartei besonders wichtig und viele andere Parteien haben diesen Bereich gar nicht auf dem Schirm. Und da muss allerdings sehr viel passieren. Also Menschenrechte im Netz müssen durchgesetzt werden, aber die Menschenrechte hören natürlich nicht im Netz auf. Menschenrechte spielen eine sehr große Rolle und stehen für die Piraten ganz vorne und eben bei anderen weniger. Wenn wir uns ansehen, was sich in Europa zurzeit ereignet, da wird gefeiert, da wird der Mauerfall gefeiert in Deutschland, aber Europa ist praktisch eingemauert und auch innerhalb Europas gibt es immer mehr Grenzbefestigungen. Das ist eigentlich nicht die Idee von Europa und da müssen wir darauf hinwirken, dass eben die Menschenrechte hier gewahrt bleiben. Und Menschenrechte, das bedeutet natürlich auch, dass alle Leute, alle Menschen Teilhabe haben müssen innerhalb der Gesellschaft. Das schließt natürlich auch solche Aspekte ein, wie eben zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Auch dafür setzen wir uns ein. Ich sehe, man könnte das Thema offenbar noch ausweiten, aber wir sind ja fair, weil alle Partner die gleichen Fragen kriegen und auch die gleiche Zeit zur Beantwortung dieser haben. Jeder, der uns zuschauen wird nachher im Netz, sieht, dass wir natürlich unmittelbar vor dem Bundeskanzleramt stehen. In diesem Amt kommt man eigentlich nur rein, wenn man entweder 50% und mehr bekommt oder sonst muss man Koalitions
Koalitionen schmieden unter dem Vorzeichen, dass wir bisher eine große Koalition haben, die möglicherweise nicht zum Tragen kommt, weil die Wähler einen Wechsel wollen. Welche Option würdest du präferieren? Ja, naja, da stellt sich natürlich die Frage, wie würden die Piraten koalieren? Und ich denke, die Piraten sind ja schon in gewisser Weise auf der einen Seite sozial, auf der anderen Seite natürlich auch ausgerichtet auf individuelle Freiheiten und auf eine Zukunft von Individuen, die sich vernetzen. Und das bedeutet natürlich, dass man in dem Bereich sicherlich eher Koalitionsmöglichkeiten hat, als in einem stark konservativen Spektrum oder eben schon gar nicht mit Rechtspopulisten. Also die würden gar nicht zur Piratenpartei passen. Und wenn die Piratenpartei nicht an einer Regierung beteiligt ist, dann bleibt ja immer noch die Frage, welche Koalition jetzt besser wäre. Und ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil im Grunde ja im Moment vor allen Dingen zwei Optionen ja sozusagen im Raum stehen, die beide vielleicht nicht so gut sind. Einmal die große Koalition, die uns ja sehr viel Stillstand gebracht hat, oder eben Schwarz-Gelb, was wir auch schon hatten, was jetzt vielleicht auch die Dinge nicht so vorangebracht hat, wie wir das gerne möchten. Und vor allen Dingen ist Schwarz-Gelb auch immer eine Koalition, die sehr stark auf Interessen aus der Wirtschaft, aus den Lobbygruppen und letztlich auch auf Intransparenz ausgerichtet ist. Und das ist natürlich auch etwas, was wir nicht wollen. Dann bleibt eben noch eine Konstellation, die weniger wahrscheinlich ist, die aber von diesen Konstellationen vielleicht tatsächlich die beste ist. Das wäre so eine Mitte-Links-Koalition, eben Rot-Rot-Grün oder so. Das ist, glaube ich, in der derzeitigen Konstellation das kleinere oder kleinste Übel. Allerdings gibt es dann natürlich auch Vorbehalte. Also wir haben das gesehen, dass die Grünen sich doch jetzt sehr konservativ entwickelt haben. Gar nicht mehr so diesen Schwerpunkt haben, den sie eigentlich haben müssten, mit auf der einen Seite natürlich Friedenspolitik und auch Umweltschutz. Auch da steht das nicht mehr so im Vordergrund wie traditionell. Das sind aber wichtige Felder. Also Nachhaltigkeit ist auch ganz, ganz wichtig. Und das muss natürlich im Vordergrund sein. Und wenn wir jetzt uns Berlin anschauen, da haben wir ja eine rot-rot-grüne Regierung, da kommt das auch nicht so voran, gerade so ein Bereich wie Bildung, wo man sehr viel erwartet hat, passiert jetzt sehr wenig. Und gerade da wäre auf Bundesebene auch viel zu tun. Zwar wird immer gesagt, Bildung sei Ländersache, aber viele Aspekte, so grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel das Urheberrecht, Zugang zu Medien, das ist natürlich schon etwas, was auf Bundesebene beschlossen werden muss und wo ich jetzt gerade bei Rot-Rot-Grün auch nicht so die Richtung sehe, die uns eigentlich vorschwebt. Mit dem Aufkommen der AfD greifen Rechtspopulisten, die zum Teil sogar auch Rechtsextreme in sich vereinigen, zur Macht. Es ist jedenfalls nicht ganz ausgeschlossen, dass sie in den Bundestag einziehen. Welches Konzept hat die Piratenpartei für den Umgang mit diesen Strömungen, die ja nach sich ziehen, sozusagen, dass der Antisemitismus wieder Raum greift, dass das Nationale wieder nach vorn gestellt wird, also all das, was wir glaubten, überwunden zu haben durch die Erkenntnisse nach dem Zweiten Weltkrieg, sollte alles anders werden, also nie wieder Krieg durch Nationalismus, aber diese Partei propagiert sozusagen den Weg in die Vergangenheit. Hat die Piratenpartei ein Konzept? Ja, natürlich. Auf der einen Seite ist die Piratenpartei ja gerade der Gegenentwurf. Die Piratenpartei soll es nicht in die Vergangenheit zurückgehen, sondern es sollen Konzepte für die Zukunft entwickelt werden. Und Rassismus ist sicherlich kein Konzept für die Zukunft. Und auch Nationalismus ist kein Konzept für die Zukunft. Und genau das der Gegenentwurf ist der bei der Piratenpartei. Und ich denke, wir haben das vorhin schon gesehen bei den Koalitionen. Das sind Koalitionen, die eigentlich keine wirkliche Alternative darstellen. Und viele Leute sehen sich nach einer Alternative und fallen dann auf die sogenannte Alternative für Deutschland rein und sind dann empfänglich für rassistische und nationalistische Ideologien. Das sollte man nie sein.
Aber es gibt eben auch eine Alternative, und das ist die Piratenpartei, die eben gerade nicht auf Nationalismus und Rassismus fußt, sondern eben ein Miteinander schaffen will von Individuen, die sich vernetzen. Und von daher ist das sicherlich die bessere Alternative. Und gerade Wähler, die nach Alternativen suchen, sollten eben eine solche Alternative präferieren, die ohne Rassismus und Nationalismus auskommt. Wenn man alles zusammen nochmal zieht, dann hat man doch den Eindruck, dass die Piratenpartei sozusagen die Akademiker, die Bildungsbürger anspricht. Und insofern ist natürlich eine Frage zu stellen, es wurde erwähnt, das BGE, ist das dann sozusagen eine Möglichkeit, für mehr Solidarität in der Gesellschaft zu sorgen und für mehr Chancengleichheit? Ja, sicher. Ich meine, gerade das BGE ist natürlich eine gute Grundlage, die Solidarität in der Gesellschaft schafft und dann natürlich auch Chancengleichheit ermöglicht. Und das ist natürlich schon ganz wichtig. Aber ich denke, die Konzepte der Piraten sind Konzepte, die wirklich alle betreffen. Also jetzt zu sagen, das sind nur die Intellektuellen sind im Internet, das ist ja gar nicht so. Wir haben ja die Statistiken und wir wissen ja, dass das Internet allenthalben genutzt wird. Und gerade mit mobilen Geräten kann man wirklich sagen, dass das alle Schichten der Bevölkerung erfasst. Und alle Schichten der Bevölkerung haben da möglicherweise Probleme und werden möglicherweise überwacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen das wollen. Von daher denke ich, spricht die Piratenpartei da auch etwas an, was alle interessiert und was letztlich auch für alle sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich kann dann nur viel Erfolg wünschen beim Wahlkampf, möglichst viele Gespräche. Menschen wieder zu gewinnen, wie das ja mal der Fall war, in den Jahren 2012, 2011, damit man dort in den Bundestag einziehen kann. Ja, und natürlich dann vielleicht sogar irgendwann ins Kanzleramt. Ja, vielen Dank. Bitte.